Wie kommt man denn eigentlich dazu, Lost Places zu fotografieren? Hiermit haben wir den Fotografenberuf von Matti jetzt völlig ruiniert. Da geht man irgendwie nur in die Nähe von dem Ort, da kommen sie gleich mit hochrotem Kopf und mit Mistgabel und angerannt. Ja, guck mal, rein hier in die Bude. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Fokus. Wir haben uns überlegt, wir machen die zukünftigen Folgen etwas kürzer und knackiger, dafür aber auch viel interessanter. Gebt uns also in den Kommentaren gerne Feedback, wie euch das geänderte Format gefällt. Und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Vielen Dank an unseren heutigen Werbepartner Revolution Race. Wenn du Outdoor unterwegs bist und nach den besten Hosen, Jacken und weiteren Klamotten bist, dann bist du hier genau richtig. Revolution Race bietet eine ganze Bandbreite an verschiedenen Textilien, die ideal für Wanderer, Landschaftsfotografen und Abenteurer sind. Langlebiges Material, eine super Qualität und eine große Auswahl haben Felix und mich zu langjährigen Kunden gemacht. Schau jetzt im Onlineshop vorbei und das Beste ist, bei uns bekommst du mit dem Rabattcode noch 15% geschenkt. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß beim Stöbern! Der heutige Podcast wird präsentiert von Cozy Speed. Im Onlineshop von Cozy Speed findet ihr alles, was euch das Transportieren eurer Ausrüstung leichter macht. Praktische Hüfttaschen, super bequeme Rucksäcke und cooles Zubehör für euer Equipment. Mit dem Rabattcode IMFOKUS erhaltet ihr bis zu 10% Rabatt auf eure Bestellung. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Heute treffen wir uns mit dem Lost Place-Fotografen Matthias Marling in Brandenburg auf einem alten Kaserngelände. Matthias fotografierte bereits in 30 verschiedenen Ländern und 500 verschiedenen Locations in ganz Europa verlassene Orte und zeigt seine Kunstwerke unter dem Namen Glory of Disrepair auf Instagram. Dort konnte er sich über die letzten 10 Jahre eine große Reichweite aufbauen und viele internationale Fans dazu gewinnen. Mit uns spricht er über seine Touren, seine Erlebnisse und zeigt dir, wie er beim Fotografieren vorgeht. Viel Spaß! Thank you.
Matthias, schön, dass wir hier sind. Schön, dass du da bist. Bist ja ein bisschen später gekommen als wir, muss man ja dazu sagen. Aber nein, aber it's your boy. Der Junge hatte ja noch zu tun. Er hatte Kunden. Ja, ich habe mir Zeit genommen für euch, weil ich natürlich euch super cool finde. Ja, vielen Dank. Wenn jetzt dieser ironische Unterton nicht dabei wäre. Ja, aber schön, dass du dir Zeit genommen hast. Du hattest gerade eben noch ein Kundenmeeting. Also du bist schwer beschäftigt immer. Ja, viel unterwegs, wenig Zeit. Haben wir festgestellt, also wir haben dich ja schon vor einem Dreivierteljahr angefragt und du hattest nie Zeit für uns. Jetzt haben wir dich dazu mal gewöhnt. Endlich haben wir es geschafft. Ja. Aber wir sitzen hier vor einem Gebäude, man nennt es Lost Place. Ne? Wie kommt man denn eigentlich dazu, Lost Places zu fotografieren? Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich bin jetzt nicht irgendwie einen Morgen aufgewacht und dachte, Mensch, ich suche mir jetzt mal ein Lost Place und fotografiere den. Ich habe mir eine Kamera geholt und dann habe ich halt Sachen gesucht, die ich fotografieren kann und habe gemerkt, dass es halt so eine Angebote gibt, wo man halt so Touren buchen kann und Fotos machen kann. Und ich fand halt geil, du brauchst nicht auf einen Sonnenaufgang warten oder auf einen Sonnenuntergang. Und wenn es regnet, yay, super geil, kann ich den ganzen Tag da drinnen bleiben. Man ist halt überhaupt nicht gebunden, es geht immer. Wenn es dunkel wird, mache ich längere Belichtung. Also das finde ich schon mal super geil. Und das heißt halt super viele interessante Motive. Am Anfang habe ich mich noch dumm und dämlich geschossen. Jeder Korridor, jedes Fenster. Inzwischen bin ich da ein bisschen wählerischer geworden. Aber ja. Und als ich das dann angefangen habe, hier eine Umgebung zu machen, dann habe ich dann auch gleich schnell Blut geleckt und bin dann auch gleich abgedüst. Tschernobyl, Belgien, Frankreich. Die ganzen krassen Sachen. Der ganze Shit. Immer so, oh shit, shit, shit. Nicht, dass das bald nicht mehr da ist. Da muss ich sofort hin. Ja, okay. Dann richtig Vollgas gegeben. Also hattest du Angst vor nicht mehr da sein im Sinne von, sie reißen es ab oder ist es versaut, ja, und es ist nicht mehr so? Okay. Ja, dass man halt, oft wird es halt abgerissen oder wie gesagt, das gerade ist in Belgien, halt, ne? Beschmiert. Belgien ganz populär mit Beschmieren und kaputt machen. Mhm. Ja, wie viel Zeit nimmt sowas in Anspruch? Wenn du jetzt sagst, du bist viel im Ausland sogar unterwegs, das heißt, also du wohnst ja Region Berlin, sage ich jetzt mal. Wenn du also viel im Ausland unterwegs bist, gar nicht so viel in Deutschland, dann muss sowas ja relativ viel Zeit fressen eigentlich, oder? Ja, also am Anfang hat natürlich auch die Recherche super viel Zeit in Anspruch genommen. Oder wenn ich jetzt irgendwo ganz neu hinfahre, wo ich noch nie vorher war, dann gehe ich vorher nochmal auf Google und schaue da, was es da so gibt. Da bin ich jetzt mittlerweile ziemlich fit drin und weiß genau, nach was ich gucken muss, dass ich erstmal so ein bisschen was mir zusammenscharre, wo ich mal gucken kann. Aber ansonsten habe ich halt auch viele Freunde, mit denen man sich auch austauscht und so. Also die Recherche selber dauert jetzt nicht mehr so super lange. Wenn man da eine Tour plant, ist vielleicht eine Woche, wo man mal richtig Gas gibt und dann hat man die. Jetzt mittlerweile ist es so, dass ich irgendwie 4-5 Touren geplant habe, die ich endlich machen will, aber geht gerade nicht. Geht gerade nicht, ja. Vielleicht ja bald wieder. Ja, ich hoffe. Also es sieht ja im Moment ganz gut aus. Ich hoffe, es sieht jetzt gut aus. Ja. Und wo geht's dann hin? Georgien und Abkhazien ist geplant, Frankreich ist geplant, Italien geht immer. Italien geht immer. Portugal will ich auch gerne nochmal machen. Okay, ordentlich was auf der Liste. Ist also ordentlich was auf der Liste. Da kann ich gleich die Frage anschließen, wo gibt's für dich die besten Lost Places? Italien. Italien, okay. Keine Frage. Also das ist nicht nur, dass die Plätze super schön sind, ja. die Leute sind super nett, das Essen ist super geil, ist einfach, kann man immer, geht immer, Italien geht immer. Die Landschaftsfotografie. In Frankreich, da geht man irgendwie nur in die Nähe von dem Ort, da kommen sie gleich mit hochrotem Kopf und mit Mistgabel und und in Italien, ja, ciao, und dann da drüben geht's viel besser rein, wenn du da rumgehst. Ja, also Italien macht einfach mehr Spaß. Ja. Das heißt also, in Frankreich ist der Puls immer gleich ein bisschen höher. Ja. Ist das generell so, dass du, wenn du in so ein Gebäude reingehst, hat man da irgendwie Respekt davor? Hat man Angst davor? Geht man nicht gerne alleine? Macht man das nur in der Gruppe? Wie ist das bei dir? Also ich mach's immer nur mit anderen Leuten zusammen. Weil auch oft schon, da geht man irgendwie die Treppe hoch und beim ersten Mal versucht man noch, geht die Treppe noch und beim nächsten Mal, dann vertraut man die Treppe und dann so bum bum, so platsch, liegt die Treppe plötzlich unten. Und du gleich mit. Und ich gleich mit oder man hängt oben und nimm mein Stativ. Oh Gott, ist das schon passiert? Es ist passiert. Oh, okay. Also immer nur in der Gruppe, macht doch viel mehr Spaß. Mhm. Und wenn man vorher schon weiß, in der Location, da ist Security unterwegs oder der Nachbar, der passt auf und dann muss man halt leise sein, dann muss man natürlich, entweder sagt man, nee, es ist nicht wert, so ein paar Bilder zu machen und lässt es einfach. Das mache ich oft, weil so wichtig finde ich jetzt auch nicht, ob ich nun von 40 Locations diese habe oder nicht habe. Ich muss jetzt nicht unbedingt da
Risiken eingehen oder wenn irgendwo die Decke schon halb eingekrümelt ist und dann bloß damit ich den Shot aus der Ecke habe und nicht von da, muss ich jetzt auch nicht rüberkriegen. Nicht hingehen, ne? Das muss nicht sein. Gesunder Menschenverstand, ja, unterm Strich, so kann man's nennen. Ansonsten, wenn ich eine Tour machen kann, wo 20 Locations sind und bei jeder kommt nur jemand an und sagt, ja, hi, schön, dass du da bist, hier ist der Schlüssel, auch fein. Mhm. Also ich brauche nicht unbedingt, dass ich irgendwas... Also du brauchst keinen Nervenkitzel, so, weil also es gibt ja bestimmt auch Leute, die machen sowas gerade wegen dem Nervenkitzel, kann ich mir vorstellen, aber bei dir ist es eher so andersrum, also, entspannter ist besser. Ja, also ja, so ganz krasse Sachen vermeide ich eigentlich meistens. Und wenn es mal was auszuweichen gibt oder sich zu verstecken gibt, macht man es. Dann macht man das, ja. Aber ansonsten, was easy geht, mache ich easy. Okay, also so generell würde mich da mal interessieren, wie hoch deine Erfolgsquote ist. Also ist wahrscheinlich unterschiedlich von Land zu Land, ne? Ja, ist unterschiedlich von Land zu Land. Ich meide eigentlich auch die Länder, wo ich weiß, das ist nicht so gut. Mhm. Da sammle ich dann einfach ewig und meistens ist dann schon alles wieder zu. Okay, und, ja, nicht mehr verfügbar. Aber irgendwann macht man es dann halt doch. Aber eigentlich gehe ich immer lieber dorthin, wo es easy ist. Mhm. An der Stelle sollten wir vielleicht mal erwähnen, wir sind hier übrigens legalerweise. Also wir sind hier nicht irgendwie illegal eingestiegen, sondern wir haben uns tatsächlich eine Genehmigung hier geholt. Ja, das war auch ein Grund, warum es so lange gedauert hat, weil halt. Stimmt. Gerade jetzt zu Corona. Ja, gerade jetzt zu Corona-Zeiten war es echt schwer, an irgendwelche Locations ranzukommen, wo man legal raufkommt, ja. Deswegen. Das stimmt. Aber ich habe auch noch eine Frage und zwar. Wenn wir jetzt sowas wie hier haben, so ein komplett kaputtes Haus, manchmal ist es ja auch schon zu kaputt, ne? Dann hat es wahrscheinlich auch gar keinen Charme mehr. Aber andersrum gibt es ja bestimmt auch Gebäude, die irgendwann von den Besitzern wieder abgerissen werden oder neu renoviert werden. Bist du dann jemand, der traurig ist über sowas? Oder ist es eher so, dass du sagst, nur was Neues kann ja auch was Schönes entstehen? Also generell würde ich erstmal sagen, es hängt stark davon ab, ob ich schon geshootet habe oder nicht. Okay. Ganz eigennützig. Ja, aber manchmal machen die halt wirklich geile Sachen draus, aber manchmal ist es halt auch wirklich lame. Und dass ich jetzt wirklich gesagt habe, scheiße, dass ich das nicht shooten konnte, es war jetzt auch nur vielleicht 2-3 Mal. Also da gibt es zum Beispiel so eine Kirche in Frankreich, die war so richtig geil, da war Efeu drin gewachsen und das ganze Grünzeug. Mhm. Und da haben sie jetzt einfach das Grünzeug rausgerissen und die ganzen Bröckchen in der Mitte in einen Stapel gelegt. Das hat doch irgendwie keinen Charme mehr. Ja, das stimmt. Und dann auch diese berühmte Mühle in Sorrento in Italien, die war ja auch, da waren ja die Touristen sind nur deswegen hingekommen und jetzt hat die irgendwie entgegen der Regeln wurde jetzt plötzlich renoviert und alle regen sich voll auf. Also in dem Fall ist es natürlich dann blöd, aber es war auch schon sehr oft, wo ich gedacht habe, ey geil, das haben sie wieder richtig geil in Schuss gebracht. Da will ich auf jeden Fall noch mal hin, wenn es jetzt renoviert ist. Zum Beispiel die Chambre du Commerce in Belgien. Antwerpen. Ja, genau. Die ist richtig geil geworden. Ja? Ich hab's noch gar nicht gesehen. Ist das dieses ultra krasse Ding, was diese war das eine Bank oder sowas? Nee, mit so Rundbögen überall. Eine Börse, ja, dann weiß ich. Ja, also das haben sie renoviert. Ich dachte, das wäre komplett weg jetzt gewesen. Nee, das haben sie richtig geil neu gemacht. Und das, wo ich das Ding gesehen habe, dachte ich auch, Alter, das kann doch nicht sein, dass das Ding verlassen ist. Und das war das, wo ich nach Belgien gestürzt bin, gleich am Anfang. Ja. Gott sei Dank. Seit wann ist das wieder renoviert? Das ist schon welche her, seit oder? Letzten Jahr, glaube ich. Ach so, erst, okay. Ja. Wo es dann halt echt traurig ist, so Chateau Noisy. Ich glaube, da warst du auch drin noch, oder? Das Ding war fertig. Das war fertig, ne? Aber es ist irgendwie schade, dass es abgerissen haben. Schade. Aber da war ich sehr ausgiebig und mehrmals. Ja. Dann ist es gut für dich. Das hätte ich nämlich auch gerne noch gesehen. Daran angeschlossen würde ich gerne noch wissen von dir, wie du generell so zum Thema Locations weitergeben, gerade im Hinblick auf Vandalismus und so. Jetzt zum Beispiel hatten wir gerade den Fall, diese tolle Sowjet-Raketen-Raumshuttle-Station. Wir können das Bild ja mal einblenden. Ist ja jetzt total ruiniert, weil halt Graffiti-Künstler aus Russland draufgetaggt haben auf ein altes Space-Shuttle. Und das eigentlich nur, weil diese Location so bekannt geworden ist. Es gibt ja viele Urbexer, die Bilder machen und die dann erst 2-3 Jahre später veröffentlichen oder vielleicht sogar 4 oder 5 Jahre. Also wie ist es bei dir? Wie gehst du damit um? Ich mag es eigentlich sehr, in Locations zu gehen, die eh schon über Jahre total totgeschossen wurden von allen und da irgendwie trotzdem noch hinzugehen und trotzdem noch einen geileren Shot rauszuholen als alle anderen. Das, von daher ist das weniger ein Problem.
Aber ich habe auch gemerkt, es gibt Locations, die ich hier in Deutschland habe, wo ich gesagt habe, das poste ich nicht. Mhm. Und die habe ich auch noch nie gepostet und die sind auch bisher noch unbekannt geblieben. Okay, ja. Und das finde ich auch ganz gut. Also generell teile ich nur mit Leuten, mit denen ich schon mal unterwegs war und wo ich weiß, die treiben kein Schindluder. Mhm. Aber so, dass ich jetzt Bilder speziell lange zurückhalte, mache ich eigentlich. Machst du nicht, eher oder? Selten. Okay. Naja, und wie du sagst, also wenn der Urbex Train quasi eh schon durchgefahren ist, ja, dann ist es eigentlich auch hinfällig, ne? Ja, okay. Wie findest du denn eigentlich selber solche Orte, es ist ja relativ weit verbreitet, dass solche Orte nicht großartig weitergegeben werden in der Community. Wie findet man dann, ja, also da muss ja trotzdem die Möglichkeit geben, solche Orte dann zu finden. Wie machst du sowas, ohne jetzt vielleicht krass ins Detail zu gehen, weil sonst verrät man ja doch wieder, wie es funktioniert. Aber Google Maps einfach und dann von oben gucken, ob sowas funktioniert oder doch in den verschiedenen Communities gucken, welche Fotos da existieren und dann leitet man sich irgendwie daraus ab, wo das sein könnte oder wie funktioniert das? Also was ich sehr oft mache bei deutschen Locations, dass ich mir die Steckdosen und Lichtschalter angucke. Okay. Erkennt man, ist es Osten oder Westen. Ja. Das ist schon mal easy. Ja. Und mittlerweile, wenn man das lange macht, dann sieht man es auch am Baustil, wo das sein könnte. Mhm. Welche Region, also in Italien und Deutschland, erkenne ich an den... Frankreich ist auch relativ klar meistens. Frankreich, ne? Ja, da kenne ich mich jetzt nicht ganz so gut aus, weil ich da die Erfolgsquote nicht so gut okay, ist. Ja. Aber da, so erkennt man das und... es gibt halt auch eine bestimmte Art von Locations, die halt einfach easy zu finden sind, wenn man sich die Mühe gibt. Also wenn du jetzt zum Beispiel eingibst, zeig mir alle Schlösser der DDR, dann kriegst du eine Liste von allen Schlössern der DDR und dann sind halt da, weiß ich nicht, vielleicht 2000, dann sind 20 verlassen. Mhm. Und wenn du Bock hast, die rauszufinden, kannst du die rausfinden. Mhm. Und in Deutschland... Machst du das dann tatsächlich so, dass du auch öfter mal Anfragen stellst dann? Weil in Deutschland ist es ja schon noch mal ein bisschen spezieller, zumindest so aus meiner Erfahrung heraus, wie Menschen auf sowas reagieren. Da finde ich es in Frankreich tatsächlich noch easier als hier. Also am Anfang habe ich immer noch Anfragen gestellt. Dann habe ich gemerkt, wie unterirdisch gering da die Erfolgsquote ist, weil kein Mensch, du sagst, ey, sag mal, ich weiß, dein Bude ist kaputt, kann ich da mal reingehen? Mhm. Na klar, sagt er, nee, die Haftung ist dann bei dem, der gesagt hat, ich kann da rein, kann ich es immer auf den schieben. Ja. Meistens machen die das nicht. Von daher, lieber erst machen und dann entschuldigen. Okay. Ich meine, du machst ja auch nichts kaputt. Also es ist ja das ist natürlich super wichtig. Ja, ja. Ich, wenn man erwischt wird, manchmal kommt man raus, steht der Typ dann draußen mit dem Knüppel, was habt ihr gemacht? Und dann, du kriegst eine Anzeige. Dann gebe ich halt meine Papiere hin, dann soll er halt mein Zeug aufnehmen und dann kommt ein Anhörungsbogen. Dann fragen die, ja, was hast du kaputt gemacht? Mhm. Ja, nix. Was hast du geklaut? Ja, nix. Und warst du dann offenmüpfig, als du dann, warst du irgendwie aggressiv? Ja, nee. Und dann, ja, was verschwindet dir dann meine Zeit mit dem Dings hier? Und dann lassen die das fallen. Okay. Ach so, so einfach ist das. Ja. Also, na gut, du willst jetzt natürlich nicht irgendwie in einem aktiven Militärgelände erwischt werden, so. Ja, ja. Und mit Industrie ist natürlich auch immer ein bisschen anders. Mhm. Da hast du dann gleich wieder so Spionageverdacht im Spiel. Aber so eine Villa, wenn der Nachbar da mit einem Besen ankommt. Also ich schließe daraus, du bist schon ein paar Mal erwischt worden. Ich bin erwischt worden. Gab es für dich schon mal so eine richtig unangenehme Situation? Also ich höre jetzt bei dir so raus, naja, du bist erwischt worden, aber... war jetzt nicht so dramatisch irgendwie. Aber gab's schon mal so eine Situation, wo du gedacht hast, oh, das hättest du jetzt lieber vermieden? Nö. Absolut nicht, weil man macht nichts, wenn man nichts kaputt macht, nichts klaut, nichts aufbricht, man macht nichts Falsches. Mhm. Wenn man erwischt wird, also das Dummste ist natürlich wegrennen und verstecken. Also gut, natürlich, bevor man erwischt wird, versteckt man sich natürlich, damit man nicht erwischt wird. Ja. Aber wenn man erwischt wurde, dann braucht man sich nicht verstecken oder irgendwo. Dann muss man dazu stehen, ne? Ja, ja. Dann winkt man, also ich wink dann und ich sag dann, ja, hi, ich mache hier Fotos. Und meistens sagen die dann, ach, machst Fotos, oh Gott, mach deine Fotos. Okay. Aber also es ist wie immer eigentlich, wenn man freundlich ist, dann hat man die größte Erfolgsquote. Ja. Aber daran anschließend, wenn du jetzt keine blöde Situation hattest, gab es schon mal, oder was ist für dich die witzige Situation oder die witzigste Situation gewesen? Gibt es da eine, wo du dich gerne dran erinnerst? Also auf jeden Fall der Klassiker war, wo die Treppe eingebrochen ist. Oh Gott. mein Stativ. Das war sehr lustig. Und vor allem, das Geile war, da war unten so ein Typ, wir sind in die Location reingekommen, da war so ein Typ, der hatte so eine ganz krasse Kamera mit so Platten, wo man halt irgendwie 20 Minuten wartet und dann stellt er vorher alles genau hin.
Und dann macht er da ein Bild und alles muss perfekt sein. Und wir so, ja, wir gehen nur kurz rein. Und dann so, boah, die kommt jetzt im Obergeschoss weg. Also das war schon geil. Oh Gott, war das dieser französische Fotograf? Dieser nee, ganz das war ein Deutscher, den wir in der Regen getroffen haben. Okay. Oh, der ist dann Scheiße. Tatsächlich, ja, ich will da jetzt noch hochklettern, rechne mir mein Zeug hoch. Dann ist er da hochgeklettert, dann haben wir ihm alles hochgegeben und dann sind wir abgehauen. Krass, und er kam dann nicht mehr da runter. Das haben wir dann nicht mehr gesehen. Geil. Was würdest du sagen, ist die beste Tageszeit zum Urbexen? Wenn du es dir aussuchen könntest. Beste Tageszeit? Du hast ja vorhin gesagt, es ist eigentlich der ganze Tag, aber naja, vielleicht gibt es ja trotzdem... Vielleicht ist es ja trotzdem besser, irgendwie abends zu fotografieren. Also gerade wenn man sich deine Bilder so ein bisschen anschaut, schaut es ja schon immer sehr, es geht in eine total malerische Richtung. Es sieht immer schon so aus, als würdest du so ganz spezielle Zeiten irgendwie für diese Orte. Nee, okay. Sobald das erste Licht da ist, stehen wir in der Location, warten, dass das Licht da ist, dann wird geschultet, bis es dunkel wird. Also es ist noch nicht mal so, dass du sagst, irgendwie früh um 5 ist am besten, weil da ist noch keiner unterwegs, da kann man easy reingehen. Manchmal, das aber dann nicht wegen dem Licht und dem Foto, sondern wegen Security. Ja, aber okay. Ja. Ansonsten so, das Einzige, was ich nicht mag, ist, wenn die Sonne so richtig stark reinballert, das kann oft mal das Bild versauen, da fahre ich dann öfters dann nochmal hin, um das anders zu machen. Aber ansonsten, je bewölkter, desto besser. Wenn Regen drin ist, yay, dann ist vielleicht noch ein 14, die irgendwas spiegelt. Perfekt. Geht immer. Ja. Eine der geilen Sachen am Urbex. Geil. Also das heißt, du magst auch Orte dann lieber, die wahrscheinlich einfach noch viele Sachen drin haben, oder? Also ja, sowas ist jetzt in der Regel wahrscheinlich eher uninteressant für dich. Kommt drauf an. Also extra hergefahren wäre ich wohl nicht, aber irgendwo findet man immer was man shooten kann. Also von daher... Das sind halt auch oftmals irgendwie Details dann, oder wie ja, die Puppe, die da drin hängt zum Beispiel. Ja, die habe ich jetzt extra rausgeframed, dass ich die nicht so prominent im Bild habe. Okay. Wir haben sie extra fotografiert, damit wir ein geiles Thumbnail haben. Und gruselige B-Roll. ja, also meistens geht das schon irgendwie, dass man da irgendwie noch einen guten Shot rauswirken kann. Mhm. Und so postproduktionstechnisch, was für eine Rolle spielt das in deinen, also wenn ich sie anschaue, habe ich das Gefühl, du machst sehr, sehr viel. Mhm. Jetzt haben wir aber vorhin schon bevor die Kameras an waren, nochmal kurz geredet. Ist gar nicht so viel, ne? Ja, es geht. Also mir ist wichtiger, ich habe halt zum Beispiel Sachen, die habe ich gemacht irgendwie, wo ich angefangen habe. Da habe ich noch nichts irgendwie auf nichts geachtet. Einfach eine Kamera hin, abgedrückt, fertig. Mhm. Und wenn ich da in der Mitte stand, kann ich die immer noch nehmen. Ja. Die Bearbeitung hat sich verbessert, ich kann das noch gerade ziehen und was nicht alles. Das kann, aber wenn ich nicht vorher genau stand, dann ist der Shot hin. Ja. Und das ist halt wirklich wichtig, oder wenn ich halt irgendwie, fand ich nicht so gut, die Richtung fand ich geil und später merke ich, irgendwie war die andere Richtung doch geil, dann habe ich den Shot nicht. Mhm. Dann mache ich den einfach mit, auch wenn er mir jetzt nicht gefällt. Da denke ich auch oft, auch wenn es jetzt nicht so geil aussieht, wenn ich das später bearbeite, wird es geil aussehen, ich schieße das trotzdem. Mhm. Und wenn das Grundmaterial erstmal da ist, dann die Nachbearbeitung, das ziehe ich halt alles ein bisschen glatt und dann habe ich da mein Rezept, was ich da drüber jage und dann sieht es meistens gut aus. Wenn ihr wissen wollt, wie der Matti seine Bilder bearbeitet, wir nehmen da jetzt nachher noch ein kleines Tutorial auf mit dir. Kleines Bildbearbeitungstutorial. Also ihr müsst eigentlich nur uns ein bisschen supporten. Patreon-Mitglied werden. Könnt ihr unten mal in die Videobeschreibung gucken. Wenn ihr Silbermitglied seid, ne? Wenn ihr Silbermitglied seid, mindestens, dann könnt ihr das Tutorial von Matti dann sehen. Dann könnt ihr da mal reinschauen. Ich finde es sehr interessant, wie du deine Bilder bearbeitest. Was haben wir eigentlich für die Gold-Patreons diesmal? Tja. Kannst du was verlosen? Auf jeden Fall. Ja? Mhm. Was denn? Ich habe noch alte Prints rumliegen, die ich schon immer, ich dachte mir, die habe ich mir für meine Wohnung ausgedruckt. Ach nee, die habe ich für eine Ausstellung ausgedruckt und die sind nicht alle verkauft worden. Und da habe ich mir immer schon gedacht, in meiner Wohnung habe ich alle riesengroß und so ein kleines hänge ich mir da nicht mehr rein. Mhm. Aber da habe ich mir schon immer gedacht, ey, schade, dass die noch rumliegen. Ja, geil. Raushauen. Das ist geil. Signiert. Okay. Okay, na gut. Ja, klar für euch. Ja, voll geil. Vielen Dank. Also, da könnt ihr euch drauf freuen. Wenn ihr Gold-Patreon seid, könnt ihr einen Originalabzug mit einen echten Signatur. Marling gewinnen. Genau. Sehr schön. Geil. Was jetzt ich würde mal gerne noch so ein bisschen in die persönliche Ebene reinfragen. Was sind denn so deine Ziele für die Zukunft? Weil
wir haben es noch gar nicht erwähnt, es ist ja nicht dein Hauptberuf, ne? Sondern was machst du eigentlich hauptberuflich? Ich bin Interface-Designer, mache so Apps und Software-Interfaces und Webseiten. Also schon ein bisschen in die künstlerische Richtung. Design-Richtung halt, irgendwie. Ne? Ja, wird so eingegliedert. Ja, cool. Konntest du das irgendwann schon mal miteinander verbinden? Also ich denke auf jeden Fall, wo ich angefangen habe damit, hat man ja alles in Photoshop gebaut. Mhm. Und ich denke, diese Photoshop-Experience, die hat schon gut geholfen. Gut, ne? Geholfen. Ja. Bist du da generell dann eher auch so ein Freund von Fix It in Post? Ja. Ja, okay. Also wie gesagt, wenn der Mittelpunkt stimmt, ja, alles andere kann man intern machen. Ja, deswegen habe ich mir jetzt auch Kamera mit einem Megapixel geholt. Schießt einfach alles auf 11 mm und das kannst du auch reinkroppen. Läuft. Wir blenden an dieser Stelle, weil das gerade so gut passt, blenden wir mal ein Video ein, wie der liebe Matthias in Dubai, in der Wüste, ein Objektiv wechselt. Benni, du kannst dich noch daran erinnern. Also, ich habe noch keinen Menschen gesehen, der mitten in der Wüste, weißt du, es war auch gerade noch so halber Sandsturm und er zieht einfach das Objektiv runter, lässt die Kamera da auf dem Stativ einfach offen stehen, Sensor abbart es dann da rein. Und hier seht ihr mal, wie man richtig Objektive wechselt. Schön, genau. Eigentlich in der Wüste, schön die Kamera offen lassen, die ganze Zeit so auf dem Stativ stehen lassen. Das Ding ist... So, und jetzt kann man nach so ein paar Sekunden dann irgendwie... Ich bin nicht der, der die ersten 500 Bilder, drei riesen Blotches auf allen Bildern hat. Das Ding ist... Naja. So, hiermit haben wir den Fotografberuf von Matti jetzt völlig ruiniert. Nee, das Geile ist, mein Sensor war sauber, auf seinem Sensor der übelste Blotch. Und dann als er aus der Wüste zum Auto gehen, lässt er sein Stativ mit so einem fetten Kugelkopf so in den Sand fallen und putzt die ganze Nacht sein Stativ wieder sauber von dem Sand. Und ich einfach Linse zack, zack gewechselt. Geil. Aber ohne Witz, also ich habe mich da echt gefragt, wie funktioniert das? Und dann ist das auch noch so dreist, dass er damit durchkommt. Das ist genauso wie du mit deinem 11 mm. Dreistigkeit siegt am Ende immer. Ja, ich bin noch nicht so der Gear-Nerd, der da alles von allen das Beste und das Teuerste haben muss. Und ich da halt mein 100 Euro 50 mm da mal wechsle. Oder mein, das Ding muss, das ist halt ein Gebrauchsgegenstand. So, ja. Ja. Also, ein Werkzeug. Ja, da mache ich mir eigentlich keine großen Sorgen. Da einfach zack, zack, fertig. Am Anfang noch, da habe ich jeden Tag meine Linsen geputzt beim Urbex. Abends immer alles hingestellt, Linse geputzt, alles staubfrei gemacht. Mach ich jetzt nicht mehr. Brauchst du nicht mehr. Ja, okay. Aber immer noch keine Sensorflecken. Immer noch keine Sensorflecken. Auf F8. Nicht schlecht. Nicht schlecht, ja. Hast du, das ist eine Zuschauerfrage tatsächlich, hast du ein Lieblingsobjektiv? Ist es dann das 11 mm? Ich habe mal kurz den Spitznamen gehabt, 11 mm Mann. Was nur was mit dem Objektiv zu tun hat. Ich schieße in der Tat sehr gerne weit. Wer hat dir den gegeben? Wahrscheinlich einer von den Boys, die mit mir mit waren, meine Crew. Du meinst die hier so zahlreich im zahlreich erschienen sind? Hallo. Der war's. Ja. Ja, also am Anfang habe ich gerne sehr weit geschossen. Mittlerweile versuche ich mehr noch ein bisschen möglichst weit hinter zu gehen und ein bisschen mehr reinzusuchen. Mhm. Kommt drauf an, wie viel ich von den Seitenwänden sehen will. Ja. Ja, aber generell Weitwinkel kann man sagen, Lieblingslinse. Okay, alles klar. Also auch kein irgendwie, wie heißt Tilt and Shift? Tilt Shift, nee, das wollte ich immer mal probieren. Aber ich bin mir da nicht sicher, ob das macht, was ich will. Weil wenn ich, wie ich gesagt habe, wenn die horizontale Achse, wenn die nicht stimmt, dann hilft doch kein Tilt-Shift. Das ist richtig, ja. Und genauso, wenn ich halt nicht hoch genug bin, Tilt-Shift kann zwar machen, dass ich, wenn ich die Kamera nach oben gekippt habe, dann und das hinterher wieder gerade ziehe, dann sitzt auch, dass ich ein Tilt-Shift genommen habe. Außer, dass ich extra Pixel habe. Und das ist was ich nicht will. Okay, ja. Ich würde gerne mal ein Tilt-Shift ausprobieren, habe ich noch nicht gemacht, aber ich glaube, dass das nicht meinen Zweck erfüllt. Von daher denke ich, komme ich ganz gut klar mit dem Weitwinkel. Was hast du, also nimmst du generell eher viel oder eher wenig mit, wenn du unterwegs bist? Eher wenig. Ich überlege immer vorher genau, brauche ich das wirklich? Also wenn ich zum Beispiel Island fahre, dann nehme ich keinen 11 mm mit, da reicht ein 16er. Mhm. Das ist ganz selten, dass ich da mal irgendwie ein bisschen was weiteres brauche und dann mache ich halt ein Panorama. Und auf Urbex brauche ich zum Beispiel keine
super Zoom-Linse mit 300 mm. Die nehme ich für Tiere, aber ansonsten sonst nichts. Ja. Okay. Wenn wir gerade schon beim Thema sind, Leute, ich würde fast sagen, das Licht sieht gut aus. Wollen wir noch eine Runde fotografieren gehen drin? Oh, endlich. Na, endlich. Na, endlich passiert hier mal was. Na gut, auf geht's. Ich hole mein Zeug. Ja, guck mal, rein hier in die Bude. Ja, da drüben scheint was Kleines zu sein. Aber hier viele Fenster, muss ein großer Raum sein. Da oben könnte man bestimmt eine gute Perspektive kriegen auf die Bühne. Okay. Ja. Also der hier geht schon mal, finde ich nicht schlecht. Gucken, was wir noch haben. Treppenhaus. Gucken wir mal hier, weil ich denke nämlich, hier müssen diese Löcher sein. Projektorraum. Licht. Ja, sieht gut aus. Könnte sogar fast die Mitte sein. Ja, also hier könnte man versuchen, ob man von hier einen coolen Shot kriegt. So. Jo, dann gucken wir mal. Okay, ich habe hier schon mein abgespeichertes Programm. So mit Bracketing, Belichtungsreihe und ISO 100 und Stabilisator aus und alles Mögliche. Das heißt genau, also Bracketing, du machst Mehrfachaufnahmen? Ja, eine minus 2, eine 0 und eine plus 2. Wichtig ist mir immer, dass ich die 0 habe, weil die meistens ausreicht. Mir ist das nicht so wichtig, wenn man ein bisschen ausgeburnt ist. Aber trotzdem nehme ich natürlich alle auf. Dann brauche ich mir nicht so viel Gedanken machen zur Belichtungszeit. So, dann gucken wir mal hier durch. Also ich denke, dass das ganz cool ist, wenn der Vordergrund noch drauf ist mit hier, das Loch selber. Und jetzt schaue ich, wie tief ich hier reingehen will. Wenn ich zoome, dann ist das irgendwie, ich denke, ich will mehr von dem Raum sehen. Je mehr ich vorgehe und dann mehr Weitwinkel mache, kriege ich immer mehr von den Seiten zu sehen. Und dann ist mir das auch noch zu weit unten, die Bühne. Deswegen gehe ich hier noch ein Stück höher. Und jetzt die Bühne in der Mitte. Und so gefällt mir das. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich das hier mache ohne Stativ. Also erstmal werde ich versuchen, das Täschchen hier zu nehmen und gucken, ob das schon reicht. Zack. Und das macht einen sehr guten Eindruck. Das finde ich schon super. Also normalerweise würde ich vielleicht versuchen, auch die Mauer, tatsächlich kriege ich die Mauer auch scharf. Dann mache ich zwei Shots, dann fokussiere ich einmal auf die Mauer. Licht holen. Also einmal manuell auf die Mauer fokussiert im Vordergrund. Jo. Und wie machst du das jetzt? Dass die Kamera ist ja schon jetzt relativ instabil, die wackelt ja trotzdem noch. Ja. Wie machst du das jetzt, dass das dann in der Bildbearbeitung so pixelgenau übereinander passt? Das brauchst du nicht. Ich schneide einfach ein Loch rein und leg das andere dahinter. Okay. Gut. Weil jetzt kommt jetzt hier volles Pro-Tutorial. Ja, man muss sich zu helfen wissen. Natürlich, wenn ich ein Stativ hätte, würde ich einfach das so machen. Aber so, ich brauche einfach einen Shot von der Mauer und ich brauche einen Shot von dem Hintergrund. Und hier brauche ich eigentlich auch kein Bracketing.
Mir reicht, wenn ich eine normale Belichtung mache. Wir haben ja immer keine Zeit. Okay, und da sehe ich, bei F8 ist vorne auch schon fast sogar scharf. Deswegen probiere ich jetzt nochmal spaßeshalber auf den Mauer zu fokussieren. Und die Blende ein bisschen höher zu schrauben, mehr zuzumachen. Dann muss ich auch mit dem ISO ein bisschen anpassen, weil sonst reicht die Belichtungszeit nicht. Jetzt bin ich bei Blende 14, ISO 200. Ja, ich glaube, die plus 2, die brauche ich gar nicht. Also drehe ich es jetzt mal auf plus 1 runter, dann bin ich bei 13, 15 Sekunden und dann kann ich auch wieder auf ISO 100 gehen. So, 30 Sekunden, ISO 100, Blende 14, Feuer frei. Ich habe jetzt so gemacht, ich habe nicht die Mauer richtig anfokussiert, sondern ich habe ein kleines Stück dahinter den Fokus gesetzt, weil ich weiß, der öffnet sich nach vorne und nach hinten. Und wenn wir Glück haben, ist jetzt einfach alles schon scharf und brauche ich gar nicht mehr rumeiern später. Okay, jetzt habe ich hier meine Shots gemacht. Und jetzt ist mir aufgefallen, dass ich hier irgendwie wahrscheinlich nicht ganz in der Mitte bin. Weil, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich zeige euch mal. Ich glaube, dass das hier die Mitte vom Raum ist und nicht eins von diesen Löchern. Und wenn ich hier nämlich durchschaue, an den Deckenornamenten, da sieht man auch, dass die so ein bisschen verschoben sind. Deswegen versuche ich jetzt noch das Beste rauszuholen. Und deswegen mache ich noch einen zusätzlichen Shot, wo ich die Kamera hier ganz nach rechts lege, dass ich noch ein bisschen weiter an die Mitte rankomme. Und jetzt feuere ich den einfach nochmal raus, einfach damit ich das habe, noch ein bisschen weiter von der Mitte. Und wenn ich mich später dafür entscheiden sollte, dass ich diesen Shot von der Mauer einzeln nehme und irgendwas dahinter lege, dann ist der natürlich ideal dafür, weil der am weitesten in der Mitte ist. So, dann fahre ich den nochmal durch. Der war jetzt zwar so schief und krumm, aber das macht nichts. Hauptsache die geraden Achsen, dass man in der Mitte ist, horizontal und vertikal, das ist wichtig. Wenn die Kamera irgendwie einfach nur gedreht ist, das ist also, wenn die Wasserwaage nicht komplett gerade ist, das kann man später korrigieren. Aber die Bewegung auf den Achsen kann man nicht mehr nachkorrigieren. Gut, dann würde ich sagen. Das heißt, diesen Shot, den könntest du jetzt reinkomposen dann in den Shot, wo du jetzt drumherum noch die Wand hast, zum Beispiel. Genau, also ich würde den, wo ich die Wand scharf gestellt habe, von ganz am Anfang, den würde ich nehmen, würde die Wand freistellen, sodass dann quasi in der Mitte ein Loch ist. Und da kann ich dann das hier richtig perfekt hinten reinlegen, genau in den Anschnitt mir angucken. Und wenn ich jetzt unbedingt, wenn es super wichtig ist, der Shot, dann kann ich das alles, so alles perfekt machen. Aber ich hoffe natürlich, dass der andere, wo schon alles drin ist, einfach funktioniert hat. Mit der hohen Blende. Nee, es hat aber nicht gereicht, sehe ich schon. Hinten ist nicht scharf, vorne ist scharf geworden. Aber hinten nicht. Okay, dann basteln wir das zusammen. Würde ich mal sagen, guck mal, was wir hier noch rausholen können. Thank you.
Okay, dann würde mich noch interessieren, ob du eigentlich auch an besuchte oder bereits besuchte Orte immer mal wieder zurückkehrst, um diesen Stand nochmal zu kontrollieren, was sich verändert hat? Also aus dem Grund nicht. Aber wenn ich jetzt, ich fahre halt immer mit anderen Leuten und wenn dann jemand sagt, oh, da wollte ich schon immer mal hin, dann fahren wir halt nochmal hin. Okay. Ja. Oder wenn ich das Ding geil fand und denke, ja, da habe ich irgendwie noch nicht alles gefunden, fahre ich auch nochmal hin. Und wenn ich es geil fand, ich habe alles gefunden, wird es nochmal shooten, fahre ich auch nochmal hin. Okay. Oder du online halt irgendwas siehst, so, oh Gott, wo ist das bitte? Ja, genau. Ja, das, okay. Das ist voll oft, dass man irgendwie, ey, hier, voll die geile Bude, wo ist das, wo ist das? Ja, da warst du doch garantiert schon. Ah, shit, da war ich wirklich schon, da muss ich nochmal hin. Wo ist dieser Raum? Oder hier, wenn man halt in Deutschland, da sind manche Sachen im Umfeld, da war ich 5-6 Mal einfach, cause I can. Mhm. Und dann hat man da nochmal was Neues und hier nochmal und... Und vielleicht auch mal in anderem Licht oder irgendwie ja, so. Genau. Ne? Ja, okay. Wenn man die Gelegenheit hat, dann macht man es einfach nochmal. Aber speziell irgendwie ganz in ein anderes Land reisen, bis irgendwie nochmal eigentlich nur, wenn es einen Grund gibt. Ja. Oder aber es sich halt irgendwie so aber stark verändert. Um zu gucken, wie sich es verändert hat, das sieht man meistens von anderen Leuten. Ja, gut, das stimmt. Ja. Und dann braucht man es vielleicht nicht unbedingt nochmal selber machen. Ja. Ja, okay. Verdienst du eigentlich irgendwie Geld damit? War nämlich auch noch eine Zuschauerfrage tatsächlich. Also manchmal laden mich Leute ein und lassen mich ihre Immobilien fotografieren. Die sind aber noch ganz. Teilweise ganz, teilweise kaputt. Ah ja, okay. Die vermieten das dann halt so für Filmaufnahmen. Mhm. Und meinen Print Store habe ich natürlich, wo ich meine Prints verkaufe. Und der läuft ganz gut. Und dann habe ich immer noch überlegt, ob ich ein Buch mache, aber irgendwie, wo ich richtig Muße dafür hatte, hatte ich nicht genug Bilder und jetzt, wo ich die Bilder habe, hast du keine Muße mehr? Habe ich keine Muße mehr. Okay. Weil ich glaube, es würde schon, also sowas glaube ich, würde schon auch echt gut laufen, gerade wenn du dich jetzt auf ein Thema zum Beispiel in Deutschland fokussierst oder so. Ja. Und du ja auch von deinem Bildstil dich ja schon sehr von dem abhebst, was so Common Sense in der Urbex-Fotografie ist, finde ich. Vielleicht, ja. Ich habe einmal mit so einem Verleger gesprochen und der hat gemeint, der hat schon mal mit jemandem ein Buch gemacht und das lief nicht ganz so gut und das hat ein bisschen meine Motivation ein bisschen gebremst. Mhm. Aber ich kriege auch echt viele Anfragen. Ja, wann kommt endlich dein Buch? Du hast es uns versprochen, wann kommt dein Buch? Weil du hättest ja... also an ihr könnt ja mal gerne, ihr könnt ja mal, pass mal auf, schreibt mal in die Kommentare, ob Matthias tatsächlich mal ein Buch rausbringt. Und ob ihr das kaufen würdet. Genau, wer würde das kaufen? Das kommt auf den Preis an. Genau. Weil ich glaube, mit Selbstvermarktung würdest du das auch gut hinkriegen. Ich meine, du hast ja fett Reichweite auf Instagram und so. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich so einen Kickstarter mal mache, wo ich sage, so und so viel Geld muss erreicht werden für so und so viele Exemplare. Vielleicht mache ich das mal, ja. Da hättest du ja nichts verloren dabei, ne? Ja. Sehr cool. Ja, und wie heißt das Buch dann? Glory of Disrepair. Ja, das erste Buch heißt so. Wie bist du auf diesen Namen eigentlich gekommen? Also, ja, klar, ich meine, irgendwo... Ne, die Bezeichnung, aber vielleicht gibt es ja trotzdem eine Geschichte dahinter. Oder hast du dir einfach so morgens überlegt beim Frühstück? Oh, nee, ich wollte natürlich irgendwie was anderes haben als meinen Namen einfach nur. Ja. Ich habe noch einen persönlichen Instagram-Account, wo ich nie poste. Okay. Aber ich wollte halt doch was Separates haben. Ich wollte einen Brand haben, sozusagen. Und dann habe ich eine Liste gemacht von Sachen, die ich auf keinen Fall drin haben will im Namen. Nicht Urbex, nicht Decay und so weiter. Aha. Und dann habe ich angefangen mit Brainstorming und habe alle möglichen Leute gefragt, was sie für Ideen haben, als so ein Native English Speakers. Ja. Und dann ein Kumpel von mir in Australien, der hatte dann eine Idee. Und habe ich gesagt, hey, das ist geil. Ich glaube, das nehme ich. Und habe das genommen. Und dann lief das. Cool. Also ist nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen. Okay. Weil eine Zeit lang warst du, glaube ich, nicht unter deinem echten Namen. Da warst du wirklich nur unter Glory of Disrepair auf Instagram oder so. Kann das sein? Mein persönlicher Account, der ist... Nee, ich meine, also da stand noch nicht mal dein echter Name dabei. Das kann sein. Das kann sein, ne? Ja, Hatte das am Anfang auch irgendwie Gründe, weil du wolltest so... Ich will nicht, dass die Leute wissen, wer ich tatsächlich bin. Ja, okay. Dass ich jetzt nicht mehr genau, ob ich das bewusst gemacht habe oder einfach vergessen habe. Okay. Früher gab es da irgendwie auch gar kein Feld für. Ich glaube, früher gab es nur einen Namensfeld, dann habe ich den Brandnamen reingegeben, fertig. Aber mittlerweile steht ja auch im Logo, eigentlich im Logo steht schon immer Glory of Disrepair bei Matthias Mahl. Okay, ja. Weil ich weiß noch, auf Instagram, als wir dich entdeckt haben, Stefan Hevel und ich, da waren wir so, oh, krass, was ist das für einer, wo kommt der her? Ist das ein Deutscher? Ja, genau. Wir wollen wissen, wo der seine Locations her hat. Ja, mega. War schon geil.
Nee, aber war auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ne? Also vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Auch mal schön ein anderes Genre irgendwie hier in diesem Podcast zu haben. Ihr könnt ja gerne mal auch unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr weitere Genres mal sehen wollt oder ob wir vielleicht auch in dem Genre nochmal jemand anders interviewen sollten. Wir hätten ja tatsächlich auch schon Kandidaten. Ja, das stimmt. Der schon Interesse bekundet hat, aber wir haben auch noch keine Location gefunden, wo wir mit ihm hingehen können. Also mal gucken. Ja. Das stimmt. Das ist natürlich ein bisschen das Schwierige, ne? Dass man, also man möchte ja auf der rechtlich sicheren Seite stehen. Zumindest für so ein Format. Ja, deswegen ist das immer ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, war ja hier eine coole Location, aber ich glaube, es geht noch besser und wir gehen auf jeden Fall mal zusammen Urbexen irgendwann. Geil. Ich hab Bock drauf. Wir waren ja einmal zusammen in Dubai. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ja, wir waren ja einmal. Da habe ich ein bisschen geschliffen. Ja. Ihr kommt jetzt mit. Ja, wir waren im Auto alle zusammen und dann wir mussten alle das Gleiche machen. Ich kann ja nicht einer im Hotel dann abkeimen. Ja. Und dann waren wir verlassene Flugzeuge angucken in Dubai. Ich hab schon wieder zu viele Bilder im Kopf von dieser Reise. Also. Die war mega. Was wollen wir nicht machen? Ja, das ist schon wieder 5 Jahre her. Ja. Das ist schon wieder 5 Jahre her. Aber ja, wir haben schon ganz oft gesagt, auch mit Benny zusammen, wir müssen unbedingt mal wieder auf Tour gehen, irgendwie auf Reise. Ich bin dabei. Das haben wir jetzt auf Video, Leute. Jetzt kann man sich nie mehr rausreden. Ja, cool. Also wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Und ihr könnt jetzt natürlich, wenn ihr Patreon-Mitglied seid oder es werden wollt, könnt ihr direkt weiterschauen, denn, wie gesagt, die Bildbearbeitung wartet noch auf euch. Ansonsten danke nochmal an Revolution Race fürs Sponsoring dieser coolen Klamotten. Genau. Und da könnt ihr natürlich den Rabattcode nochmal hier eingeblendet irgendwo, ne, könnt ihr coole Klamotten kaufen und bestellen. Und ansonsten, Felix. Schaut auf jeden Fall auch bei Matthias auf Instagram vorbei. Ganz wichtig. Lohnt sich immer. Lohnt sich immer. Wie oft postest du da? Lohnt sich immer? Ja, man kann über die schönen Bilder vom letzten Jahr kommen. Genau. Nee, also seit dieser Corona-Geschichte ist halt wenig da, was ich noch posten kann. Im ersten Jahr Corona habe ich meine ganzen alten Fotos nochmal durchgeguckt und alle weniger guten nochmal richtig aufpoliert. Aber inzwischen wird es echt eng. Inzwischen will ich echt doch wieder raus. Ja, muss. Aber ich poste natürlich regelmäßig. Sehr cool. Also da auf jeden Fall vorbeischauen und ansonsten hier auf dem Kanal Glocke aktivieren und den Kanal abonnieren. Ihr wisst Bescheid, Leute. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Ciao. Sind wir in einem anderen Genre unterwegs und zwar Lost Place Fotografie. Und zum Gast. Ja. Was war der zweite Satz? Zukünftigen Folgen etwas kürziger. Kürziger. 40er. Ja? Test, test. It's your boy.